Herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Und wir werden jetzt einmal hier nochmal mit Samson rocken. Wir haben im letzten Part ja leider, habe ich im letzten Part einen einen Fehlgriff genommen mit den neuen Leben. Aber so wie es aussieht, haben wir hier wieder die Chance auf Guppy bekommen. Leider wir gleich im ersten Raum. Ne? Ihr wisst ja Bescheid. Amnesia, super. Fängt gut an. Aber wir haben immerhin schon ein Guppy-Item, was die Chance auf Guppy mal ganz gut erhöht. Wenn wir Guppy werden, haben wir eigentlich gewonnen. Und noch genug Herzen haben. So. Und wenn wir ja getroffen werden, werden wir ja stärker. Das haben wir ja im letzten Part schon herausgefunden. Ja. Wir starten mit nur einem Schadensbalken. Doch wenn wir getroffen werden, sind wir schon bei ganz schnell bei 4. Hm. Na komm. So, danke. Danke. So, jetzt aber hier. Flott. Noch eine riesen schwarze Spinne. Meine Güte. Geh doch mal sterben. Komm. Okay, immerhin ein halbes Herz. Dann überleben wir ja etwas länger jetzt. Kleine Spinnen, die Spinnen-Spawner spawnen. Ist eine tolle Kombi. Ganz ehrlich. HIV und Pilz. Schon wieder etwas Unnötiges. Okay, Famine ist zum Glück kein schwerer Gegner. Deswegen wir hier eigentlich keine Probleme haben sollten, da wir auch den genügend Schaden besitzen. Ja, wenn wir seitwärts stehen, versucht er uns immer zu rammen. Wenn wir über ihm oder unter ihm stehen, spawnt er Fliegen, die nach uns schießen. Und ja, erklärt sich eigentlich von selber hier. So, Schutz ist super. So, wir können weiter. Haben wir den Goldraum benutzt? Ich weiß es gerade gar nicht. Nö. Ja, ne? Wenn man sich sicher fühlt, sollte man ja auf Risiko gehen, nicht wahr? Egal, schaffen wir auch so. Mit 2 Schaden. Keine Ahnung, wo die 2 herkommt. Im Startmenü steht 1, aber egal. Und wir wurden auf der Ebene noch nicht getroffen. Okay, jetzt wurden wir getroffen. Ah, Krampf. Das ist so. Eine Bombe. Ja, warten wir erstmal ab. Vielleicht finden wir ja noch einen Kreuzstein. Alter, wieso gibt es hier denn nur Spinnen? So ekelhaft. Einen Schlüssel, da können wir endlich mal in. Ah, guckt euch das an. Ah, sehr viel besser. Ja, da können wir in den Goldraum schauen, ja. Wo jetzt das obergeilste Item drin ist, damit wir den Run jetzt rocken können, nicht so wie im letzten Part. Einen guten Run einfach mal verunstalten, indem wir als erstes Item das Item benutzen, das uns zum Tod geführt hat. Okay, was ist das? Stompy. Löwe. Ah, okay, wir können alles kaputt laufen. Das ist geil. Dann haben wir es ja richtig verwendet. So, dann können wir auch auf die Suche nach Schwarzmärkten gehen. Also heißt es jetzt alles kaputt laufen, was sich uns in den Weg stellt. Also nach diesen Luken. Wo auch Items drin sein können. Oder auch gerade der Schwarzmarkt, wo man Devil Deals machen kann. Und noch eine Ebene weiter runterkommt. So, ja, damit. Okay, wir können aber keine Geheimräume aufreißen, oder? Ne, das wäre ja zu geil. Yeah! Ein Geheimweg. Einmal um die Gegner rum. So. Okay, jetzt sind die Spinnen dran. Hier können zwar auch Spinnen drin sein, aber es ist ja YOLO, ne? Hier bin ich. Ja. Schwerigster Gegner ever. Er furzt uns weg. So. Okay. Haben wir das auch geschafft. Die Spinne hat sich wieder durchgeglitscht. Durch die Ecke.
So. Kein Problem für uns, den Löwen. Okay. Schauen wir in den Shop. Oh, The Broken Watch, geil. Ja. Was ein Cent. Und auf geht's zum Boss. Pin. Wir haben keinen Damage, weil wir wenig getroffen wurden. Aber auch keinen Tears Up oder so. Deswegen müssen wir theoretisch eigentlich unseren Ball benutzen, weil der macht immensen Schaden. So, jetzt machen wir 3 Schaden. Okay. Ist halt schwierig, weil unsere Haarmähne verdeckt diesen Ball ziemlich groß, flächig. Deswegen weiß ich nicht, ob man den immer gut einsetzen kann. So, das war gut eingesetzt. 2 Schlüssel und Luck Up. Okay. Kein gutes Item. Wir müssen eigentlich zum Tank werden, damit wir auf jeder Ebene viel Schaden nehmen können und dann Schaden austeilen können. Okay. Das war der erste. Gewollte Schaden natürlich. So, benutzen wir mal den Meatball, Pflasterball. Um hier ein paar Leute zu killen. Okay. Alles klar. Okay. So. Aber ich, ihr kennt das ja bestimmt. Wenn ihr, sag ich mal, auch Let's Player seid, gibt ja momentan ziemlich viele, ne? Dass ihr, manchmal so einen Tag habt, wo ihr denkt, scheiße, ich muss noch aufnehmen, aber ich habe keine Zeit. Wisst ihr? Und deshalb habe ich mir jetzt vorgenommen, falls es jemand interessiert, jeden Mittwoch, da ich da wenig Stunden habe, einfach mal komplett aufs Aufnehmen zu konzentrieren, damit ihr auch nie mehr einen Tag ohne Videos habt. Ja? Ich hoffe, ich schaffe das. Wenn nicht, dann merkt ihr, dass hier kein Video kommt. Nee, weil Mittwoch habe ich, sag ich mal, nur 4 Stunden. Also ich bin auch Schüler. Noch. Sagen wir es mal so, ich bin im letzten Schuljahr. Kurz vor Ende. Also bis dahin werde ich auf jeden Fall noch jeden Mittwoch schaffen, glaube ich. Es sei denn, irgendeine Arbeit ist am nächsten Tag. Aber das sollte ja kein Problem darstellen. So eine Arbeit, ne? Ist ja easy. Man kann es dann ja einfach. Okay, Verlangsamung. Nehmen wir einfach mal mit. Ist ja zufällig spawnt Marms Fuß und gibt mir oder den Gegnern. Kommt auch an, wer getroffen wird. Oh, 2 Bomben. Cool. Ich will mal wieder den Schwarzmarkt finden. Hatten wir erst 2 oder 3 Mal. Oh. Lucky Rock. In jedem Stein ist Geld. Geil. Perfektes Trinket. So, jetzt bräuchten wir eigentlich noch Money gleich Schaden, dann sind wir OP. Aber ich glaube, das gibt es nicht oder wir haben es noch nicht freigeschaltet. Wir waren noch nicht im Shop, aber der Shop lohnt sich jetzt. Da wir auf einmal 20 Münzen haben. Ah, geil. BFFs, your friends rule. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Deswegen werden wir uns noch ein Seelenherz schnappen und weitergehen. Jetzt werden wir zum Tank. Zum König des Dschungels, der Safari, ihr wisst Bescheid. So, bei ihm ist ein Trick am besten immer unter ihm, da kann man leichter ausweichen. Naja, eigentlich ist das egal, wo er steht. Sobald er seinen Kopf reinstreckt, dann will der euch abschießen. Und dann wechselt ihr einfach die Seite. Fertig. So, da habt ihr mal gesehen, den Schaden von dem kleinen Ball. Okay, da stand ich scheiße. Ich wollte eigentlich wieder so. So. Und down. Okay, wir haben Tears Up und Shot Speed Up. Endlich mal. Und Krampus gleich mal direkt. Ja, doppelten Schaden. Egal, hier, friss mein Ball. Okay, desto weiter unsere
unsere Tränen fliegen, desto stärker werden die. Deswegen brauchen wir eigentlich jetzt Range-Up-Items. Um dann auf Entfernung guten Schaden zu machen. Das ist super. Guckt euch jetzt an. Jetzt haben wir schon den schnellen Schuss. Jetzt brauchen wir nur noch den dementsprechenden Schaden, damit es sich auch lohnt. So. Holen wir uns ein bisschen Geld. Okay. Geld, Geld, Geld. Regiert die Welt. Ich glaube, in jedem ist immer mindestens einer drin und mit Glück sind da auch zwei Münzen drin. Weiß ich nicht. So, manche, also man kann auch drauf gehen und alle, Pilze zerstören, aber es kann passieren, dass die Schaden machen, so mit ihrer Giftwolke. Und dann hat man halt Schaden kassiert. Ja, unglaublich, aber wahr. So. Okay. Hier ist schon wieder die Dead Cats, Kätze. Nehmen wir die mit? Ne, wir warten noch, ja. Wenn sich jetzt ein Devil-Deal, wenn jetzt ein Devil-Deal auf dieser Ebene kommt, dann, und dann irgendwie Brimstone oder so da ist, dass wir nur noch ein Leben haben, dann werde ich es mir holen, weil dann lohnt es sich. Weil dann hat man halt mehr Leben. Ja. So, Münzen. Okay. Wo ist der Shop? Okay. Samsung und Ultra Pride. Nee, Samsung sind wir. Ein Gegner, der, wenn er verlangsamt ist, irgendwie nichts macht. The Left Hand. Sorgt dafür, dass nur noch Dämonentruhen spawnen. Aber da wir momentan, naja, wir haben genug Geld. Nehmen wir die linke Hand mal mit. Jetzt kriegen wir nur noch dunkle Truhen anstatt normale oder goldene. Wie viel Schaden haben wir denn eigentlich? 3. Nicht allzu viel. Haben wir noch 3. Mein Geld. Die klauen nämlich Geld. Die mit jedem Schaden verliert man Geld und dann können sie das aufsammeln und dann ist es für immer weg. So. Okay. Für die Pilze werden wir Bomben benutzen. Telepilz. Okay, warte, ja. Bring uns doch gleich zum Boss, ey. Achso, ey. Ich war noch nicht bereit für dich. Okay, da war der Meatball wieder dabei. Also der Bandage Ball. Okay. HP ab. Okay. Sind wir jetzt eigentlich schon eine Ebene tiefer? Nee, sind wir noch nicht. Okay. Auch nicht schlecht. Aua. In Shop. Nichts Tolles, aber ein Leben. So. Leider kein Joker, also keine Teufel. Also werden wir wahrscheinlich die Cat da lassen. Oder wir versuchen auf Guppy zu gehen, aber das wird natürlich wieder ein bisschen kritisch. Oh, Damage up. Sehr schön. Zwar nicht nur wenig. Das ist ein ordentliches Damage Upgrade. Okay, dann gucken wir noch mal, was sich hier so verbirgt. Oh, ne? Okay. Dann können wir ja doch das Item mitnehmen. Wir nehmen das mit. Wir nehmen das mit. Ich weiß nicht, was der Boomerang macht. Komm, wir nehmen den Bumerang mit. Okay, das ist scheiße. Scheiß Item. Aber wir haben jetzt nur noch ein Herz. Und wir werden sterben bei dem Versuch. Aber wir werden jetzt mal gucken, ob wir vielleicht irgendwie ein Seelenherz oder so noch bekommen. Ja, guckt euch den Schaden jetzt mal an. Wir haben jetzt ultimativen Schaden. Wir kriegen jetzt immer 2 Bomben. Oh. You feel refreshed and protected. Bei jedem Treffer oder bei ab und zu mal
kriegen wir einen Schild. Und der Schild sorgt dafür, dass wir keinen Schaden bekommen für eine kurze Zeit. Okay. Die Gegner, wenn die verlangsamt sind, sind sie ja mal mega einfach. Und guckt euch unseren Schaden jetzt mal an. Eben haben wir keinen gemacht. Und jetzt mit nur einem Item. Das Problem ist, dass wir, dass ich jetzt momentan habe, wenn wir in den Stachelraum gehen, werden wir sterben. Da wir nur ein Herz haben. Es sei denn, wir haben Glück und unser Schild kommt, dann können wir überleben. Aber andererseits haben wir dann 8 Herzen anstatt nur 1. Also, ist das eigentlich eine Überlegung wert? Ich frage mich, wir haben jetzt 2 Sternzeichen eingesammelt. Wenn wir ein drittes einsammeln, ob wir dann auch, oder werden wir geheilt? Nee, The Parasite. Doch, wir werden geheilt. Geil. Okay, dann überleben wir doch. Gut, haben wir 9 Leben jetzt wieder. Jetzt ein neuer Versuch. Und wir gehen mal ganz gechillt durch den, Schwarzmarkt. In die nächste Ebene. Denn die anderen beiden Items hier sind eher mittelprächtig. Also weiter geht's. In der Hoffnung auf das letzte Guppy-Item. Ah. Aber schaut mal, wir haben jetzt schon standardmäßig 4 Schaden. Mal gucken. Na, stark ist das noch nicht, aber es ist schon mal besser als nur 2. So. Und wir müssen halt ein bisschen auf Reichweite kämpfen. Dann sind wir noch stärker. Ja, bei denen ist das etwas schwierig, auf Reichweite zu spielen, aber es geht auch. Noch eine. Die sind jetzt 3 Eifer und Pillen. Was passiert eigentlich, wenn man davon zu viele nimmt? Schade. Full Health, okay. Tier ist ab. Nice. Oh, die Buperzen des Todes. Alles klar. Noch ein Herz. Ja, doch, doch. Der Schaden, der geht auf alle Fälle. Du gehst aber nicht. Oh, ein Seelenherz, perfekt. Dann können wir hier reinschauen. Erstmal gucken. Full Health. Verfarminas Fancado das. Health up. Noch ein Health up. What? Ich habe 2 Health up Pillen hier gefunden drin. Das ist natürlich obergeil. So. Nehmen wir den wieder mit. Und sind jetzt wieder mit 3 Herzen am Start. Das ist super. Jetzt haben wir Schaden, 9 Leben und 3 Herzen. Und schnellen Schuss. Das ist super. Oh, Zeit ist verlangsamt. Hört man am Geräusch, an der Musik. Und das sind unsere Mütterhände. Zwei. Okay. Box of Spiders. Da kommen ab und zu mal Spinnen raus. Alle 2 Räume. Okay, ich habe getroffen. Dann können wir hier auch mal durchgehen, ohne Schaden zu nehmen am besten. Okay. So, die eine Münze können wir uns leider nicht holen, weil die auf den... LOL, ja, schießt doch noch schneller, Alter. Okay, das war, scheiße, aber wir haben jetzt Geld. Und zwar nicht wenig. 60, um genau zu sein. So, auf geht's. Okay. Ah. Alles klar. Die springen, wenn sie noch ihren Kopf drauf haben. Und machen sowas. Und dann sind sie tot. So. Ich vergesse immer wieder, dass wir durch Steine durchlaufen können. Vielleicht finden wir ja noch einen Schwarzmarkt. Aua. Hey, Bomben. So, gucken wir gerade nochmal, ob wir irgendwo Steine übersehen haben. Ich wette. Da ich darauf gar nicht geachtet habe.
Hier auf jeden Fall nicht. Hier können ja vielleicht schwarze Herzen drunter sein. Okay, das ist auch ein cooler Raum. Oh, wir sind stark. Wir wurden ja auch ein paar Mal getroffen. Finde ich cool. Da kommen wir leider nicht hin. Hier ist auch nichts. Hier ist... Ah, wir könnten Geld... Haha, ha, schwierig, schwierig. Hier ist ein halbes Herz. Und wir machen die One-Hit. Cool. So, Geld, Leben. Eine Trollbombe! Die ohne Ton erschlagen wurde, buchstäblich. So, können wir ja weitergehen. Eigentlich, ja doch, eigentlich können wir das. Wir sind jetzt okay. Eine Minute haben wir... Oh, ich bin fast schon wieder reingelaufen. Also Boss Rush schaffen wir nicht. Also können wir gar nicht schaffen. Dafür sind wir noch viel zu tief. Aua. Aber dafür können wir... Das haben wir ja schon geschafft. So ist es ja nicht. Boah, ich laufe da echt immer rein. Ah, wir haben Virgo. Den Shield. Of Death. Okay, noch mehr Geld. Und zwar nicht gerade wenig. Alles klar. Und weiter geht's. Ah, ich hätte die Scheine noch kaputt machen können, aber ist mir zu spät aufgefallen. Okay, wir haben noch zwei Schlüssel. Erstmal in den Goldraum. Und ich möchte jetzt zu gerne fliegen. Okay. Toll. Schaden genommen, aber egal. Nochmal Schaden genommen, jawohl. Oh, wir haben den Schild, okay. Wie unsere Haarpracht immer wieder geändert wurde. Wir hatten erst eine Löwenmähne, jetzt haben wir Dreck. Kohle meine ich und die Prinzessinnenkrone und vorher hatten wir ne? Die Fliege von Virgo. Oh. Concussive Tears mal wieder. Ich vergesse echt immer wieder, dass wir hier durchlaufen können. Weil ich sehe halt nicht, dass wir Dingens sind, ne? Der Löwe. So, zwei Schlüssel im Gegensatz zu einem. Sehr schön. Ein Herz. Auch nicht schlecht. Okay. Steine? Nö. Okay, mache ich einen Schlüssel für Geld und Seelenherzen. Oder Geld. Ich hoffe, hier ist ein Schlüssel drin. Hier ist Super Greed drin. Dem ist leichter auszuweichen als im normalen. Oh. Ja, yeah, auf der letzten Ebene kriegen wir erstmal den Steam Sale, der 50% jedes gekauften Items reduziert. Ja. Okay. Fliegen können wir nicht. Da können wir auch nicht rein. Mit Geld kann man sich leider doch nicht alles kaufen. Ja, doch eigentlich schon, wenn es da wäre. Aber wir haben ja halt nur... Ja, Fliegen brauchen wir jetzt mal ganz dringend. Okay. Noch eine Münze. Wir haben gleich voll Geld. Wow. Bringt uns gar nichts, weil wir in keinen Shop mehr kommen. So. Das ist die beste Taktik. Die in diese Stacheln schießen. Weil dann sterben die instant. Ah, und ein Schlüssel. Ja, wir brauchen auch eigentlich ab sofort keine Schlüssel mehr. Es sei denn, wir finden goldene Truhen. Aber, naja, ne? Da kann ja auch nicht immer was Tolles drin sein. Okay, doppelte Bomben. Und Steine. Hier waren keine Steine. Die wir leicht erreichen können. Sagen wir es so. Und... Tschüss. Wir müssen noch kurz warten. Hoppala. Und zack. Da nicht gegenlaufen. Warten. Hopp. Two-Hit. Läuft. So, Boss-Time. Mom, hallo. Den guten alten Trick. Alter. Der
Ball macht einfach mal ordentlichsten Damage. So. Down. Speed up. Damage up. Okay. Dann können wir ja weitergehen. Jetzt überleben wir auch etwas länger in The Womb und sterben nicht bei jedem Hit. Wie viel Schaden haben wir denn schon von Anfang des Raumes? 6. Okay. Schlüssel, ein paar Herzen. Okay. Oh ja, war gekonnt ausgewichen. Komm, Alter. So, so. YOLO. Okay. Health up. Pheromone. Ja, warum nicht? So, haben wir noch mehr Health up. So, jetzt haben wir 4 Leben. Was ist gerade explodiert? Ach, so eine Trollbombe, die ich voll übersehen habe. Aua. So, holen wir uns das Herz wieder. Und ihr, ja, ne? Wir können eigentlich ein bisschen boosten unseren Schaden, weil so viele Herzen rumliegen. So. Doppelte Fliegen. Die Gegner one-hitten. Ja. Nett. Nett, würde ich sagen. Nur wir haben massig an Geld. Wir haben massig an Bomben. Was wir beides nicht mehr brauchen. Finde ich super. So, nix hier drin. Auf zum Tod. Der verlangsamt wurde. Läuft bei dir tot. Ja. Broken Watch halt, ne? OP. Ja, und der Meatball. Oh. Ja, ich, keine Ahnung, ich habe Super Meatball nie gespielt. Aber das ist doch die, die man retten muss. Ist ja geil, dass sie das da reingebaut haben. Jetzt endlich mal. Cool. Finde ich eine gute Idee. Ich kann mir überall den Weg durchgraben. Ihr könnt mir nie einsperren. So. Ein Last weniger. Zwei Last weniger. Full Health. Das ist eine gute Pille. Geld. Ja, gut. Brauchen wir zwar nicht, aber immer her damit. Okay. Diese Herzen, die dann kommen, wenn die eine trifft, das ist, dann gehen die auf die anderen Gegner drauf, anstatt auf uns. Und wenn nur noch wir leben, gehen sie auch auf uns. Also dann gehen die nur auf uns zu und nicht greifen uns an. Okay. Ja. Wir haben genug Schaden, um Moms Hart zu besiegen, auf jeden Fall. Oh, Dingel. Ein Boss. Wo man an seinem Gesichtsausdruck erkennen kann, was er macht. Sterben. Das macht er immer. Oh, wow. So. Okay. Hier wurde die Zeit verlangsamt in dem Raum. Voll notwendig. So, eine Seite ist weg. Oh. Wir sind ja schon unterwegs auf die anderen Seite. So. Touché. Okay, direkt zum Boss hier. So. Okay. Nix. Oh, da war ein Kreuzstein. Mom's Heart. Alles klar. So, wir stellen uns hier hin. Da wir ein Schild haben, können wir hier auch erstmal stehen bleiben. So, ihr Mom. Das finde ich voll cool, dass die den Gegnern auch Schaden macht. Ja, sonst ein bisschen unfair. Okay. Okay, die Herzen des Todes. Und jetzt ist sie am Ausrasten.
Yeah. Okay, diesmal kein Satan, aber egal, wir haben es geschafft. Yeah. Endlich mal wieder. Isaac. Okay. Everything is terrible. Okay, das Spiel wurde härter. Okay, aber wir haben es geschafft. Wir haben jetzt mit fast jedem Mom's Heart besiegt hier, von den ersten. Jedenfalls. Wir können mit Azazael müssen wir noch spielen, mit Lazarus und mit Eden. Und wir müssen mal Magdalene freischalten. Aber egal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann schauen wir mal, welchen Charakter wir nehmen. Also, bis dann. Tschüss.